Jo Leute, was geht? Willkommen zur Demo von Stellar Blade. Die gibt es gerade im PlayStation Store. Die werde ich einmal komplett mir anschauen. Die soll so ungefähr eine Stunde geben, deswegen das Ganze auch uncut. Game kommt raus am 26. April, PlayStation Exclusive. Guck mal auf jeden Fall rein. Es gibt Story-Modus, sind geschwächt, spannungsreiche Kämpfe. Weil das hier die Demo ist und ich will einfach nur einmal reinschnuppern, würde ich jetzt hier den Story-Modus nehmen. Kann man natürlich vielleicht später auch nochmal ändern. Bin sehr gespannt. Ich weiß gar nichts darüber. Ich habe ein paar Ausschnitte gesehen. Ist sehr Finales Briefing. actiongeladen. Landet Aber ich würde Rosita sagen, wird mit wir. sofortiger Wirkung die Alpha Oh, auf Nativa Deutsch Sphäre in übersetzt. Distrikt 3 besetzen. Ihr Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Deutsche Exzellent in Übersetzung. Atmosphäre. Okay. Wird wahrscheinlich auch ein Game sein, je nachdem, wie mir das jetzt gefällt, was ich vielleicht im April mal auf dem Stream zocken werde. Deswegen auch gerne mal auf Twitch reinschauen. Grenzwert überschritten. Aktiviere Schilde. Falls das Intro jetzt übel lang ist, dann mache ich hier Timestamps. Dann könnt ihr auch ein bisschen vorspulen, wenn ihr Gameplay sehen wollt. Also die Cutscene sieht erstmal sehr gut aus, ne? Ist ein reiner Singleplayer wieder. Das macht PlayStation ja gerne. Weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, ist PlayStation Exclusive. Und komplett Singleplayer, also leider kein Multiplayer. Ist das ein Souls-like? Ich habe keine Ahnung. Das werden wir, glaube ich, gleich sehen. Ja, sieht gut aus, ne? Ja. Sind das Menschenkapseln oder sind das Bomben? Musik geht ab. Wie ist der Ton? Ach, das sind kleine Raumschiffe. Oh, wäre cool, wenn ich jetzt direkt fliegen könnte oder so. Da bin ich doch safe drin. Oh. Hoffentlich habe ich eine andere Kapsel gehabt. Sah nach Rettungskapsel aus, ja, ne? Ah ja. Nein. Fallschirm? Irgendwie? Der Aufschlag tut weh. Überlebt. 0753 1, Kapsel gelandet. Schild deaktiviert. Luke geöffnet. Luke. Verdammt. Komm schon. Geh auf. Intro erstmal sehr cool, ne? Oh, ich muss was drücken. Was soll ich machen? Quicktime Events ist schon mal nicht so mein Fall, muss ich sagen. Wer bist du? Taki. Eve, geht es dir gut? Der Ort ist gefährlich. Nimm meine Hand. Na klar. Ja, das sind wir. Das weiß ich doch. Also kein Charaktereditor, nehme ich mal an. Voreingestellt. Oh, Sailor Moon Vibes. Das sieht gar nicht gut aus. Bisschen Bayonetta-Vibes, ne? Okay, wir können direkt loslegen. Das ist cool. Intro vielleicht 3 Minuten. Ich sag euch, wie es sich anfühlt. Drücke Viereck für Schnellangriff. Kann man springen? Kann man. Kann man schnell laufen? Chill doch mal, ich will ein bisschen gucken. Oh. Kann man anvisieren. Dreieck für starken Angriff. Ganz kurz, das mache ich immer als allererstes. Wir sind immer die Grundgeschwindigkeit an Empfindlichkeit zu lahm. Deswegen mache ich das hier direkt mal auf 4, damit ich ein bisschen schneller bin. Weil das ist mir das zu lahm. Ja, das ist schon besser.
L1 zum Verteidigen. Guck mal, die haben auch so eine Lebensanzeige, das ist ganz cool. Anvisieren. Kann man anvisieren? Wie ich sehe, kannst du noch kämpfen. Gut. Wohin geht's? Der Rendezvous-Punkt ist ganz schön wild hier. Aber schnell laufen kann ich, glaube ich, nicht. Man kann hier so einen Dash machen. Das ist ein Sony-Game. Ja. Alter, die Haare sind aber echt lang. Ist das nicht störend? Hier lang. Vorsicht beim Springen. Also ich habe noch nicht gefunden, ob man schnell laufen kann. Vielleicht wird mir das auch noch gezeigt. So kann ich einfach springen. Oder auch nicht. Na doch. Alter, nur Explosion. Man kann anvisieren. Sehr schön. Drück eine, mach eine perfekte Abwehr, okay? Mach ich. Easy. Kontern kann ich. Vergeltung. Gibt Erfahrung, habe ich gesehen. SP stand da gerade. Ich hoffe, man kann noch schnell laufen, weil halt der L1 drückt, um Beta-Fähigkeit einzusetzen. Ah, guck mal, unten rechts sitze ich genau vor. Vielleicht kann ich das ein bisschen... kann ich mich ein bisschen zur Seite machen. Da seht ihr, sind so Super-Attacken irgendwie. Ich hoffe, man kann noch schnell laufen, weil das ist mir ein bisschen zu lahmarschig. Vielleicht L3 noch ausprobieren. Alles in Ordnung? Mein Körpergerüst. Mein Körpergerüst? Das wird dich heilen. Danke dir. Drücke hoch für Tränke. Ah, ich bin noch full life, oder? Ja, ich bin fast full life. Nee. Also L3 kann ich auch nicht. Ach, Dreieck gedrückt halten. Kann man stürmen. Aber nur, wenn man einen anvisiert hat. Ach, stürmen ist auch Aufladung. Ja, ist Aufladung. Seht ihr da, ne? Da ist er. Das ist der Treffpunkt. Die Musik ist so episch. Und ich quatsch so viel. L3 zum Rennen. Ja, okay, man kann rennen. Man muss erst lernen. Okay, chillig. Sieht sehr gut aus, ne? Alter Schädel, und wie viel da passiert. Hilfe. Alter, der hat mich voll erwischt. Der hat mich auch voll erwischt. Kann ich die sehen und ausweichen? Passe ich nicht gut auf? Das war knapp. Sieht gar nicht gut aus. Los, komm. Boss. Ich würde aber gerne irgendwie verstehen, was los ist. Sind wir Aliens oder sind das die Aliens? Bin ich wirklich eine Frau oder bin ich nur ein Roboter? Aber ich meine, die bluten, das werden ja wohl vernünftig, werden ja wohl Menschen sein. Rote Flecken auf dem Boden. Ah, habe ich nicht gesehen. Oh, mein Gott. Hä, das ist doch gar nichts am Arm. Muss sein, der grüne Anzug gefällt mir nicht. Eve. Eve, jetzt reiß dich zusammen. Taki. Tachi. Hör mir genau zu. Unsere Mission hat Priorität. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden?
Ah ja. Bossfight. Eve, bist du bereit? Klar. Button Smashing. Der Wüstling. Viel Leben. Aber ich bin so ausweichenmäßig eingestellt von Souls Games. Aber ausweichen, weiß ich, ob das hier gerade so. Wahrscheinlich ist eher so blockenmäßig der Trick. Keine Ahnung. Ich heil mal. Aufstehen. Danke. Wird er Fertigkeit bereit? Ich sag ganz ehrlich, der ist anspruchsvoll. Der ist nicht so einfach. Aber, oh man, das ist voll viel mit Content ganz schnell. Das ist Lies of P-Vibes. Ob es aber Souls-like ist, keine Ahnung. Das ist übel viel Blocken. Perfekt kontern und so. Ach du Scheiße. Ja, der Fight war scheiße. Aber war schon okay. Fürs erste Mal. Atemgeräusche. Das war kein Alpha, aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wir waren alle zusammen. Doch dann... Dein Körpergerüst ist beschädigt. Wir müssen das Versorgungslager finden. Warte, Eve. Ich höre etwas. Eve! Tucky down. Code Vein, ja. Eve, bist du verletzt? Code Vein mäßig. Ja, stimmt. Passt zu Code Vein. Das Kampfsystem ist aber jetzt gerade nach Dragon's Dogma erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein Alpha anders. Oh, der sieht crazy gut aus. Also, stark aus. Bitte sag mir nicht, ich muss jetzt direkt wieder kämpfen. Töte mich einfach und lass mich wiederbeleben, so Souls-mäßig. Hierher, Freundchen. Du kriegst es mit mir zu tun. Nein! War klar, dass sie mich rettet. Dumm. Heftiges Intro. Stellar Blade. Jetzt wisst ihr Bescheid. Und jetzt rächen wir alle. Ich weiß überhaupt gar nicht, was passiert ist, ne? Es gibt ja auch keinen Prolog oder so, der dir ein bisschen was erklärt. Wahrscheinlich kommt das alles erst im Game so mit der Zeit, dass erklärt wird, was hier abgeht. Ich gehe mal davon aus, das ist die Erde. Die Frage ist, wer sind wir und was sind das für Aliens? Schade, war hübsch. Ja, ich habe auch immer so... Also hätte das nicht ein Typ sein können, wäre es mir egal gewesen, so mäßig, aber... Ja. Fühle ich auf jeden Fall die Aussage. Was jetzt? Da bin ich. Diese Ruhe. Ja, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Der Alpha Nativa ist hier. Ein Alpha. Das erinnert mich voll an
den Film mit Tom Cruise hier. Was mit Tomorrow oder so. Wisst ihr, welchen ich meine? Alpha und Beta? Alphas und Betas? Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Das sind aber komische Schuhe. Okay, jetzt geht's los, ja? Ich bin gespannt, ob es Open World ist, ob das schlauchig ist, ob man Quests machen muss, ob das einfach ein Souls-like ist. Ich weiß gar nichts. Es ist einfach nur ein Action-Rollenspiel, weil leveln kann man ja. Gibt's verschiedene Klassen. Das wird auf jeden Fall spannend jetzt. Ich habe auf jeden Fall so einen kleinen Mac hinter mir. Ein seltsames Gefühl. Lol, weiß nicht, was Regen ist. Das ist also Regen. Ah ja. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Silent Street, stille Straße. Die Landschaft hat sich kürzlich verändert. Halte die Optionstaste gedrückt, um mehr zu sehen. Okay, wir haben hier Characters, wir haben eine Datenbank. Wir haben Missionen, Rucksack, Ausrüstung. Mit Modifikation, Aussehen auch. Oh, warte. Du kannst Standardausrüstung nicht... Skin Suit. Okay, ich verstehe nicht so ganz, ob wir wirklich ein Mensch sind oder ist das nur ein menschlicher Kopf mit einem Körper. Aber auf jeden Fall gibt's auch noch Klamotten und so und Aussehen und sowas. Okay, Mission, Datenbank, Anleitung, Einstellung. Okay, schwierig. Dann würde ich sagen, rennen wir einfach mal, oder? Sieht auf jeden Fall jetzt erstmal schlauchig aus. Aber ultra gut halt, ne? Sieht schon sehr gut aus. Es gibt auf jeden Fall Erfahrung. Ne, 4 SP Erfahrung. Und rechts dann die Level. Ja. Kann man looten und sowas, ist die Frage. Untersuchen. Zugangscode, Position. Da ist ein verschlüsselter Code. Datenbank. Ich weiß halt gar nicht, was gerade. Was ist das denn, was da liegt? Ich weiß gerade gar nicht, was meine. Also was. Ja, weiß auch nicht. Was ist mein Ziel? Gib den Code mal ein. Ist eine coole Idee. Ja. Das klappt. Die Hintergrundmusik ist auch mega geil. Wenn das wirklich die ganze Zeit so bleibt, finde ich das mega cool. Weil, das habe ich auch letztens schon ein paar Mal gesagt bei anderen Gameplays. Ich habe das Gefühl, dass so bei allen oder bei vielen neuen Games die Musik immer on point ist. Und Digga, was ist das für ein Sound? Also das wird ja extra für das Game gemacht worden sein. Ist schon ein geiler Soundtrack. Kann man schwimmen für die Wissenschaft? Kann man. Schnell schwimmen? Man kann sogar tauchen. Hat man dann Luftprobleme? Oh, guck mal hier. Der Lou, was er nicht findet. Was er nicht findet, das gibt's nicht. Direkt mal hier eine Versorgungskiste. Mit dem Ultraskin oder so. Drücke R, um wertvolle Gegenstände in deinem Besitz zu. Man muss R2 gedrückt halten, um Items einzusammeln. Das macht er nicht automatisch. Oh, weiß ich nicht, wie ich das finde. Das heißt, dass da hinten war auch noch ein Item, was ich verpasst habe. Da ist was Wichtiges. Ich meine, es ist nur Demo, aber ich will trotzdem gucken. Wollt ihr doch safe auch wissen, wa? Da lag nämlich was auf dem Boden, muss man mit R2 einsammeln. Vom Feeling her. Es fühlt sich sehr gut an. Okay, hier liegen Items. Das muss man also immer mit R2. Das ist G. G ist wahrscheinlich Währung oder so. Okay.
Ist ein bisschen behäbig, muss ich sagen. Also, wenn die sich so bewegt, ist sehr... sehr an die Realität. Ist jetzt nicht so ein typisches Souls-like, wo du dich perfekt bewegen kannst. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so ein bisschen... Als wäre man im Wasser. Boah, ich kann das schlecht beschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr das selber mal spielt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Ist wahrscheinlich fürs Kämpfen egal. Dass man das immer einzeln einsammeln muss, das weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Ich kann bestimmt einstellen, dass er automatisch sammelt. Ein Lager der Legion. Hier. Bitcoin. Lager sind Orte, an denen du deinen Fortschritt speichern und dich etwas ausrühren kannst. Du kannst sie aktivieren, indem du die Bitcoins beschaffst, die in der Nähe des Lagers zu finden sind. Lass dich auf den Stühlen der Lager an jedem LP wiederherstellen. Okay, so ein bisschen Final Fantasy mäßig. Am Warenautomaten deines Lagers kannst du Gegenstände kaufen, über das Terminal kannst du Fähigkeiten erlernen. Okay, ja, sehr Final Fantasy mäßig. Also wer jetzt vor kurzem vielleicht mal Final Fantasy 7 Rebirth gespielt hat, das ist sehr ähnlich. Shop nutzen, kann man mal gucken. Schockgranate, Impulsgranate, irrelevant. Und das hier ist dann Fähigkeiten. 400 SP Erfahrung bekommen, bestätigen. Okay, wir haben hier Angriffe, Überleben. Okay, da kann man noch richtig viele Sachen. Ja, okay, der sagt mir jetzt, dass ich das hier machen soll. Ich hätte jetzt mal noch andere Sachen angeguckt, aber... Okay, ich soll es lernen. Okay, ich mach das mal. Was wäre das? Perfektes Ausweichen. Ausweichen im genau richtigen Moment aktiviert. Perfektes Ausweichen. Das ist gut, weil ich spiele ja gerne mit Ausweichen. Dann hast du hier noch Überleben und alles Mögliche. Da scroll ich jetzt nicht komplett durch. Angriffe kann man hier noch machen. Schildbrecher. Okay. Und noch viel und noch zwei Sachen gesperrt. Okay. Gibt einen riesen Fähigkeitsbaum. Man kann auch Training starten. Okay. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier rein. Oder setzt einmal hin, um das auch mal zu sehen. Kann man das überspringen, theoretisch? Nein. Ist vielleicht story-relevant. Ja, ist story-relevant. Ach, er ist gekommen, hat mich gerettet. Okay, gecheckt. Mich schon gefragt, wie ist er weggekommen? Was ist? Alles gut. Der hat eine Krawatte an? Habe ich es gerade richtig gesehen? Jetzt. Musst ja, hat die. Wirklich aufpassen, Eve. Aufstehen. Wieder Musik im Hintergrund, ne? Ah, guck mal, hier ist auch ein Plattenspieler. Nächstes Lied. Gefällt mir. Sowas mag ich. Das sind so die Kleinigkeiten, die für mich ein Game auch ausmachen. Du kannst die Aktionsassistenten im Story-Modus verwenden. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Krallengrille. Dass man immer wieder R2 nutzen muss, einsetzen muss, um diese kleinen, winzigen Dinge einzusammeln, kann man vielleicht auch automatisieren in Einstellungen. Ich will jetzt hier in der Demo nicht zu viel in Einstellungen rumgammeln. Vielleicht können wir das am Ende des Videos nochmal uns alles angucken. Vielleicht kann man das auch automatisieren. Dass die immer alles einsammelt. Oh, der Soundtrack, den fühle ich, den... Okay, jetzt springe und hänge ich an die Stange, okay. Wie hänge ich mich denn? Ah, automatisch. Entlanghangeln, drehen, schwingen. Okay. Das sieht übel Lies of P-mäßig aus hier. Naja. Ob da was ist, safe, oder? Junge, ich bin so scheiße.
Hat die einen Doppelsprung? Das wäre echt hilfreich. Hoch. Ja, gut. Ich sage euch, also das Movement ist meiner. Vielleicht ist das auch gerade wieder nur, damit ich irgendwas zu meckern habe, aber. Also das Movement ist scheiße. Also nicht scheiße, aber sehr gewöhnungsbedürftig. Also sich da irgendwie so. Sowas liebe ich ja auch. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur dumm an. Das kann echt durchaus auch sein. Aber das Movement sollte schon on point sein. Ich bin ja auch nicht blöd oder so. Du bist einfach nur verwöhnt von anderen Games. Ja. Also ich vergleiche das natürlich immer mit anderen Games. Ist halt schon jetzt schwammiger als andere Games, die ich so in letzter Zeit gezockt habe. Aber jetzt auch nicht unbedingt schwammiger als Final Fantasy 7. Da ist das ja auch so normal. Vielleicht ist das auch so ein Ding für das Genre. Ich habe auch keine Ahnung. Ist auf jeden Fall nicht so präzise wie jetzt ein Souls-like oder wie es Dragon's Dogma zum Beispiel war. Ich soll mich voll umgucken, ne? Wisst ihr, was mir fehlt? So eine Karte. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das übel schwer ist. Also vielleicht stelle ich mich auch dumm an, aber es ist jetzt nicht ultra einfach. Die sind keine One-Hits oder so. Gegner halten Gleichgewicht. Okay, da unten ist immer so eine Gleichgewichtsanzeige, habe ich eben auch schon gesehen. Gegner zu scannen. Ah, okay. Datenbank-Update Hydra. Also, ich werde gerade nicht so ganz warm mit dem Kampfsystem, muss ich auch ehrlich sagen. Es ist halt echt alles so ein bisschen behäbig. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Modifikation. Habe ich da was gefunden? Kombo-Angriff-Verstärkung. Okay. Omnibolzen. Das ist gerade ein bisschen too much für mich. Ist, glaube ich, auch jetzt so in der Demo jetzt erstmal nicht so wichtig. Aber es sieht unfassbar gut aus, das muss man auf jeden Fall schon mal sagen. Die gehen gut klar. Aber dass man R2 zum Einsammeln nur nehmen muss, auch komisch irgendwie. Guck mal, hier geht's hoch. Gesehen. Ey, kann das sein, dass das vom gleichen Entwicklerstudio ist wie Final Fantasy oder so? Weil das ist sehr viel Ähnlichkeit hat damit. Ich glaube, Fallschaden, also auch Fallschaden gibt es, das ist ja eben passiert. Ja, Drohne scannen, das habe ich ja eben schon gemacht. Ist ganz cool, ne? Dann kannst du einmal komplett alles sehen. Na, die hier sieht noch vergleichsweise gut aus. Nach dem Untergang der Kolonie waren viele Städte nur noch Staub. Oh. Warte mal, hier? Da ist eine Fusionszelle. Mach die Motorhaube auf. Wie mach ich die auf? So war das nicht. Ah ja. Wo
Man könnte die Mucke auch einfach volle Pulle aufmachen und nur hinstellen und zuhören. Ja, safe. Der Komponist von Nier hat die Musik gemacht, okay. Ist auf jeden Fall sehr gut. Gefällt mir auch richtig gut. Kann man so richtig chillig so einfach nebenbei laufen lassen, theoretisch zum Zocken. Also ist die ist perfekte Musik eigentlich zum Gamen. Ja, ja. Also das Kampfsystem ist sehr, Lies of P-mäßig, so dieses Kontern. Also, dass du im richtigen Moment einfach kontern musst. Und sobald du in einem Kampf bist, ist die arschlahm. Aber es ist ein großzügiges Fenster, das muss man auch mal sagen. Das Fenster zum Kontern ist sehr großzügig, also. Gegner, Mensch, cool. Sehr großzügig, also es geht gut klar. Das kann man hinkriegen, glaube ich. Das ist nicht so schwer. Wird dann spannend, wie es bei Bossen und so ist. Zugangscode, keine Ahnung. Wie es bei Bossen und so ist. Ah, der hat bestimmt einen Zugangscode. Memory Stick. Ja, die Musik ist heftig, ja. Gebe ich zu. Die ist heftig cool. Eine Falle! Hast du jetzt noch so eine Ult? Das wäre ganz gut. Ne? Greif das Fass an. Aber dann sterbe ich. Wieso soll ich das Fass angreifen? Wiederbeleben. Also sobald die im Fight ist, das Schwert gezückt hat, ist die arschlahm. Okay, ich sollte die einfach wirklich einfach. Ich sollte die einfach wirklich killen. Okay. Ich wusste, dass da noch Gegner rauskommen. Ich hab mir schon fast gedacht. Schwerer Wächter. Wir haben es geschafft. Wohin jetzt? Wenn man wiederbelebt wird, kriegt man wieder Full Life. Also auch wieder Tränke. Kann auch ein Demo-Ding sein, aber macht es auf jeden Fall mal einfacher. Da man die Erfahrung auch direkt bekommt, denke ich auch nicht, dass es Souls-likes mäßig ist, dass du die irgendwo safe musst. Das heißt, sterben ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Glaube ich. Die Spezialattacken, die fühlen sich gut an. Die sind echt stark. Was ist das jetzt?
mögen deine Erinnerungen Beta-Kern. Bestehen. Okay. Eine kleine Minimap oder so wäre cool. Hab das Gefühl, man kann sich hier gut verlaufen. Ja, hier war ich da eben. Ich gehe mal hier hoch. Ah, eine Minimap oder so ein Questmarker mäßig wäre ganz cool. Die Musik ist heftig. Okay, ich bin jetzt nicht so der übelste Parkour-Fan. Will ich runter? Nö. Da, ich meine, da liegt was. Na komm, ich guck's mal an. G54, das hat sich ja gelohnt. Wenigstens geht das Klettern richtig schnell. Also es geht richtig zügig, das gefällt mir. Hier musst du rüber. Siehst du die Leiter hinter mir? Das Wasser sieht aber gefährlich aus, da will ich nicht rein. Ich komme nicht an die Leiter. Der Wasserpegel ist zu niedrig. Versuch's mit dem Brett. Versuch's mit dem Brett. Und jetzt? Soll ich rüberspringen? Sagt ihr? Oder soll ich das hin... Ich soll es bestimmt da hinbringen, ne? So mäßig. Reicht das schon? Ja, reicht schon. Perfekt. Ist genau gut. Bitcoin. Lager aktivieren. Na klar. Hier kann man dann immer schön was einkaufen. Dafür gibt es auch so viel Gold. Ich habe 400. Was würde hier zum Beispiel was kosten? Gold 418 kostet 200, so ein FP-Initiator. Schockgranat kostet 400. Okay. Fähigkeiten, egal. Ausruhen. Tauchen konntest du auch, stimmt. Ah, egal. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ist ja nur eine Demo. Ist ja jetzt erstmal, um mal zu sehen, was alles so im Game gibt. Muss ja jetzt hier nicht alles auf Krampf erkunden, weißt du? Oh, das ist eine coole Animation. Mal was anderes. Wir müssen durch das Gebäude. Leg die Fusionszelle mal da ein. Okay, rein da. Eve wird durch ein Schild geschützt, während der Schild aktiv ist, wird der erlittene Schaden verringert. Cool. Oh Mann, wie schnell soll ich denn da drücken? Ich weiß halt nicht, was besser ist, ob kontern oder abhauen. Oder ausweichen. Alter, wie lange es dauert, bis ich wieder aufstehe. Ich werde nicht wahr mit dem Kampfsystem. Dann hast du so, dann weichst du aus, aber du hast dadurch kein Benefit mäßig. Ah, weiß ich, ich werde nicht warm mit dem Kampfsystem. Noch nicht so richtig. Hast du Fähigkeiten zum Vergeben? Wenn ja, würde ich sofort im Lager benutzen. Ja, hatte ich eben. Hab ich gemacht. Dann wird das Kampfsystem etwas leichter. Okay. Okay, das kann natürlich sein, dass das mit den Fähigkeitspunkten dann immer besser wird. Das kann auf jeden Fall sein, dass das jetzt hier nur am Anfang so ist. Das kenne ich auch aus anderen Games. Dass du erstmal gefühlt drei... Das war, glaube ich, bei Lies of P so. Ja, ja, da war es am Anfang richtig bockschwer. Und umso weiter du gekommen bist und verschiedene Dinge bekommen hast, umso einfacher wurde es dann. Ja, ja, ich erinnere mich. Also da war das auch so.
Kann natürlich sein, dass das hier auch ähnlich ist. Der Krater ist tief. Er wird schwer zu überwinden sein. Wir müssen darüber, durch das Parkhaus. Was hier? Ah ja, wieder so eine Seele. Ich bin da schon ein bisschen storymäßig gespannt, wieso das hier nur Mädels sind. Wieso sind das alles nur Topmodels? Körperkern. Wieso sind das hier nur Topmodels unterwegs? Also entweder sind das Roboter, was ich irgendwie aktuell am ehesten glaube. Aber wieso bluten die dann und haben Knochen und so? Ein Versorgungslager an so einem Ort. Ein Versorgungslager? Was ist das? Das ist ein Lager von Landetruppeinheiten, die vor uns hier waren. Hm. Es scheint seit längerem verlassen zu sein. Wieso sollte man gerade hier ein Lager errichten? Naja, so ein Versorgungslager ist eine wichtige Basis. Aber wieso in einem Parkhaus? Das könnte auch bedeuten, dass es hier gefährlich ist. So oder so, dieser Ort könnte nützlich für uns sein. Da kann man richtig schön kochen. Da, also, ich kann kein Roboter sein, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil wieso kann ich essen? Außerdem kannst du deine Drohne verbessern, Nanosuits-Anfertigung in der Lage, im Lager Schnellreisen. Okay, das sind Schnellreisepunkte. Das bedeutet aber auch, wir haben sowas wie eine Karte. Die ich noch nicht gefunden habe. Karte? Ich habe hier keine Karte gesehen. Wenn ich nur einmal kurz drücke. Nix Karte. Fähigkeitspunkte nochmal. Ich krieg dafür nochmal 400. Scheiße, ich hätte den eben auch anquatschen sollen. Das war vielleicht nicht so clever. Ach, jetzt soll ich wieder was auswählen. Fähigkeit erlernen. Blinzeln. Okay. Drücke Viereck, um deine Fähigkeiten zu trainieren. Okay. Wähle eine Fähigkeit am Terminal aus, um sie zu trainieren. Du kannst auch Fähigkeiten ausprobieren, die du noch nicht erlernt hast. Wenn du noch nicht sehr kampferprobt bist, kannst du verschiedene Fähigkeiten trainieren, um dein Kampfgeschick zu verbessern. Hm. Wenn ein Gegner blau leuchtet und einen tödlichen Angriff ausführt, kannst du ihn mit Blinzeln kontern. Einfach angreifen. Ah ne. Das war ja perfekt. Ey, wie langsam die im Kampfsystem ist, gefällt mir nicht. Muss ich L drücken? Check ich nicht. Können wir ja wieder raus, Training beenden. Juckt mich nicht. Du bist ein Mensch mit ein wenig Technik verbaut, wie zum Beispiel in Cyberpunk. Hm. Warte, aber ich hab doch noch einen Punkt. Ach, weißt du, was mir gerade einfällt? Das, was man in der Demo erspielt, das kann man übernehmen ins kommende Game, habe ich glaube ich gelesen. Wäre also eigentlich clever gewesen, das mir anzugucken. Ich hab, weil das ist ganz cool, das will ich. Ich habe keine Ahnung, was man hier nimmt. Da muss man sich dann richtig nochmal mit auseinandersetzen. Hier ist ein Müll. Okay. Reparaturkonsole. Okay, das führt, glaube ich, jetzt alles für die Demo zu weit, Leute. Hier kann man schnell reisen. Zieht euch die Demo selber rein, wenn ihr hier mal ein bisschen... Okay, das ist aber cool gemacht mit Schnellreisen. Wenn ihr da hier noch euch ein bisschen mehr umsehen wollt, die Demo ist eh kostenlos, dann macht das einmal.
Ich will das Video jetzt hier nicht zu lang ziehen, weil ich mir alles angucke. Das machen wir dann, wenn das Game draußen ist, Ende April. Ja. Wegen gestern. Vielen Dank für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Allerdings habe ich alle Exospine-Materialien aufgebraucht, die ich über die Jahre gesammelt hatte. Oh. Macht nichts. Dafür können wir einander jetzt helfen. Wir können den Alpha-Netiber zusammen aufspüren. Und allein hätte ich hier draußen eh keine Chance. Wenn du die Halle der Aufzeichnungen findest, wäre mir damit schon geholfen. Klar doch, kein die Musik im Hintergrund. Ich verspreche dir, ich werde mich revanchieren. Ich frage mich, wie viele später das Game spielen und einfach hier sitzen bleiben, Musik hören und chillen. Was ist das hier hinter noch? Nix, okay. Dann Abfahrt. Weiter geht's. Ach, geht's hier gar nicht weiter. Es ist so Sackgasse, okay. Wenn du deine Fähigkeiten nicht richtig verstehst, wird der Boss, glaube ich, ziemlich knackig. Okay. Ja, guck mal. Da. Ist das der Boss? Das ist kein gewöhnlicher Gegner. Was sie auf einmal für Moves drauf hat. Yes? Okay. Ich habe dreimal blocken gedrückt. Ich habe so, ich glaube, wenn man einmal getroffen wird, dann ist man locked oder stunned und man kann nicht mehr blocken. Ah, Mann. Auch nicht. Die zweite Form. Also wenn er jetzt noch eine zweite Form hat, dann crazy. Alter, der hat die geile Klamotten an. Ist das... Was ist das jetzt hier? Ist das... Ach, weil Demo oder wie? Der zeigt so ein bisschen was. Das ist wieder kleine Klamotten. Das ist ein bisschen crazy. Das ist so ein bisschen Gears of War mäßig, oder? Ach, das war schon die Demo, okay. Das ist auch cool. Das will ich den ganzen Tag machen.
Das bin ich gerade, ne? Mit einer Hand. Da war doch ein geiles Outfit. Ja, ich glaube, es wird ein geiles Game. 26. April, ja. Zieht euch die Demo runter und schaut schon mal rein. Macht euch mit dem Kampfsystem vertraut und guckt, ob das was für euch ist. Und am 26. April kann man jetzt, glaube ich, schon vorbestellen. Was ich jetzt gesehen habe, auf jeden Fall vollkommen okay, hier der Vollpreistitel. Oder Digital Deluxe für kosmetische Sachen, Währung, Cosmetics. Aber man kann hat kein Early Access, also würde ich davon erstmal abraten. Aber ja, das war die Demo. Leute, ich würde mich natürlich über Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Vielleicht werde ich das hier auf dem Kanal bringen, Stellar Blade. Mal schauen. Ansonsten würde ich mich über ein Follow, ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.